Hallo und herzlich willkommen zur Parkbesichtigung von unserem Yosemite Nationalpark. Und hier geht es diesmal ein bisschen anders los, denn man kommt hier mit dem Auto an. Hier aus dem Tunnel kommt man. Oh, es sieht sogar voll dunkel da drin aus, voll gut. Und ja, dann fährt man hier die Straße so ein bisschen entlang und kann sich dann für einen Parkplatz hier entscheiden. Stehen auch schon ganz viele Autos. Hier sind übrigens auch so Stoppschilder und alles. Es gibt schon echt coole Mods, muss ich sagen, mittlerweile. Hier sogar eine Tankstelle. Und wenn da nichts frei sein sollte, da hinten ist noch ein weiterer Parkplatz. Hier ist dann nochmal eine Menge Platz für weitere Fahrzeuge. Da hinten geht es übrigens dann auch in einen weiteren Tunnel. Oh, die Hintergrundlandschaft ist auch so schön auf dieser Karte. Oh, ich liebe diese Karte, die ist wunderschön. Diese riesigen Berge. Ja, auf jeden Fall kommt man dann bei den Parkplätzen an, links und rechts. Und dann kann man hier zu Fuß Richtung Eingangsbereich laufen. Ich finde das so cool, dass die Leute da sogar richtig auf der Bank sitzen. Da gibt es auf jeden Fall einige Sitzmöglichkeiten. Ein Springbrunnen. Und dann geht es hier durch zwei Tore in den Park. Da oben steht leider noch Jurassic Tour. Da hätte ich jetzt gern natürlich Yosemite Nationalpark stehen gehabt, aber habe ich jetzt keine Möglichkeit für gefunden und ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber hier geht es dann in den Park hinein. Und dann gehe ich mal ein bisschen hoch. Hier kommt man nämlich auf den nächsten Platz. Und da ist auch schon direkt das erste Gehege. Da kann man dann auch direkt drauf schauen von hier vorne. Hier kann man sich hinstellen, dann plätschert sogar hier unten das Wasser, was ich sehr cool finde. Ist auch bei Nacht alles richtig schön beleuchtet. Und da hat man dann einen Blick auf die Triceratopse. Da sind auch Baby-Triceratopse drin in dem Gehege. Sehen wir aber gleich bestimmt noch, wenn wir dann mit der Gyrosphäre dort drin sind. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt aber erstmal. Wir können eigentlich erstmal rechts rum fliegen. Oh, guck mal, hier sieht man sogar den Parkplatz. Man kann natürlich von allen Seiten perfekt aufs Gehege schauen, wenn man von oben runter guckt. Oh, guck mal, der ist sogar da oben gerade, der Triceratops. Voll cool. Kann man die richtig nah sehen, wenn man hier hinterm Zaun steht. Das habe ich mich aber abbringen lassen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Aussichtsturm. Ich gehe da jetzt mal nicht rein, ich fliege jetzt einfach mal daneben, dann könnt ihr die Aussicht eigentlich sehen. Ist auch nochmal wunderschön. Und dann kann man hier ein kleines Stück runtergehen und dann in die Gyrosphärenfahrt hineingehen. Und wir lenken natürlich selber. Ich weiß gar nicht, wo die Baby-Triceratopse sind. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich hoffe, die sehen wir gleich noch. Aber die Triceratopse sind hier auf jeden Fall direkt an der Strecke. Kann man super sehen. Oh, bitte nicht wegkegeln. Hier ist auch nochmal Wasser vor dieser Barriere. Da oben standen wir gerade. Und hier vorne ist ein Baby. Yay, jetzt sehen wir die auch nochmal. Das ist doch schön. Komm auf die Sonnenseite. Kann man noch die riesigen Augen sehen. Ach, wie süß. Guck mal, wie klein der ist. So ein hübscher. Und da vorne ist das zweite Baby. Ach, die haben auch so tolle Farben. Ja, und dann geht es hier schon wieder zurück. Also war eine kleine, feine Tour.
Und weiter geht's dann auf so ein Besucherzentrum zu. Hier ist auch nochmal eine Triceratops-Statue, Sitzmöglichkeiten. Hier kann man dann auch reingehen. War auch ein tolles Gebäude. Aber haben wir natürlich jetzt nicht selber gestaltet von innen oder so. Das ist halt so ein fertiges Gebäude von der Mod. Aber es ist trotzdem cool, wie belebt das wirkt. Weil da auch Menschen und so drin stehen. Hier sind nochmal einige Springbrunnen. Und da vorne geht es dann zu einem weiteren Besucherbereich. Also hier sind wir gerade hergekommen. Und das ist die Besucherfläche, wo es dann hingeht. Da sind nochmal einige Besucherläden, Essen, Trinken, Souvenire. Dann haben wir auch natürlich eine Toilette hier, Sitzmöglichkeiten und eine Hotelanlage. Da kann man dann auch ins Hotel einchecken. Man kann dann hier einen wunderschönen Ausblick genießen aus dem Pool. Wenn man dann noch ein Fernglas hat, dann könnte man auch in das riesige Pflanzenfresser-Mischgehege schauen. Da sind einige Spezies schon zu sehen. Hier vorne könnte man auch schon in die Jurassic Tour einsteigen. Aber das machen wir mal noch nicht. Hier können wir auch Seilbahn fahren. Es geht leider genau von der Seite hier hin. Was machen wir gleich mal eben? Gehen jetzt aber erstmal dahin. Also hier kann man dann in die Seilbahn gehen. Dann hat man hier auch nochmal Toiletten, Besucherläden, einen Schutzbunker, ein schönes Besucherzentrum nochmal, wo man reingehen kann. Da hinten werden auch noch Sachen gelagert. Dann haben wir eine Ranger-Station, nochmal ein Springbrunnen und eine richtig coole Hotelanlage. Mit ganz viel Sonnenliegen, Sitzmöglichkeiten, einem riesigen Pool. Und natürlich Hotels, wo man dann schlafen kann. Wir gehen jetzt aber einmal hier in diese Ansicht nochmal. Von den Türmen. Ich fliege jetzt auch einfach hier zwischen. Da hat man auch eine wirklich tolle Aussicht. Was ist da denn los? Der Megastau. Im Hintergrund sieht man schon, wo wir nachher noch hinkommen. Da sind auch noch Türme. Also man kann wirklich von allen Seiten hier drauf gucken. Und da unten sieht man auch schon Nester und Eier und Stegos. Da müssten auch irgendwo Baby-Stegos sein. Müssen wir vermutlich nur die Augen ein bisschen offen halten. Ah, guck mal da. Der trinkt hier voll. Und der andere hat sich da gerade hingelegt. Ich kann leider nicht näher ranzoomen, aber ich denke mal, ihr seht ihn schon. Und bevor wir jetzt hier in die Jurassic Tour einsteigen, haben wir jetzt erstmal nochmal mit der Zipline, würde ich sagen. Das ist halt nochmal so ein Shortcut auf die andere Seite. So habe ich mir das zumindest gedacht. Der Park hat übrigens einen Rundlauf. Also man steigt halt hier in die Tour ein, so war das geplant. Dann fährt man einmal rum, steigt hier aus. Und dann kann man hier wieder zurück zum Ausgang kommen. Aber wir fahren jetzt erstmal mit der Zipline. Und los. Da kann man auch nochmal schön in das Gehege schauen. Geht natürlich leider ein bisschen schnell. Aber ist halt, wie gesagt, jetzt auch nicht für die Mega-Aussicht gedacht. Eher als Shortcut halt, dass man hier hinkommt auf diese Seite. Und jetzt können wir uns in Richtung Jurassic Tour begeben, wo ich auch einsteigen wollte. Hier ist nochmal eine schöne Allosaurus-Statue. Die ist auch beleuchtet mit Scheinwerfern bei Nacht. Und jetzt geht's hinein hier. Und los geht's mit der Tour. Hier vorne geht's durch ein Tor in unser erstes Gehege. Das ist sehr grün und natürlich. Mal gucken, ob wir gleich die Dinos überhaupt zu Gesicht bekommen, weil es kann gut sein, dass wir die übersehen. Oh, war da gerade einer? Oh, da war echt einer. Oh. Das ist sogar einer der Fleischfresser hier im Gehege. Das ist ein jugendlicher... Ja, super Kamera, perfekt. Ein jugendlicher Allosaurus. Oh, die Kamera macht gar nicht mit. Machen wir es so.
Leider sind die Eltern gerade nicht da, dann könnte man den Größenunterschied sehen. Der faucht uns an, der hat keinen Bock auf uns. Hier ist auch ein riesiger See. Wir kriegen gleich bestimmt noch was zu sehen. Oh ja, da vorne sehe ich schon was. Oh, sogar zwei Sachen. Aus dem Nichts ein Gallimimus. Und dahinter die Mama und der Papa. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Ups. Ja, die beschützen auf jeden Fall hier ihre Nester. Das ist übrigens auch eine Allosaurus-Mod. Jetzt könnt ihr die auch nochmal nebeneinander sehen. Ich hab die gerade mal in die Idle-Animation versetzt hier, dass sie sich nicht wegbewegen. Geht ja mittlerweile auch mit Mods. Kann sein, dass das gleich ein bisschen, genau, ein bisschen verbuggt ist da. Aber jetzt seht ihr die wenigstens mal nebeneinander. Ist auch ganz cool. Die Babys und die Mama. Im Hintergrund läuft sogar noch ein drittes Baby lang. Und dann fahren wir weiter. Von den Gullis haben wir jetzt leider nicht so viel zu Gesicht bekommen, aber hier sind auch 10 Gullis drin. Scheint sich jetzt aber gerade zu verstecken. Das Gehege ist halt auch sehr, sehr groß. Oh, sieht so cool aus. Guckt euch diesen Berg im Hintergrund an. Das ist wirklich die schönste Map im Spiel, oder? Ah, guck mal, da ist nochmal ein Gully. Bevor wir jetzt hier rausfahren. Auf Wiedersehen, Gully. Ich weiß nicht, wo du deine Freunde gelassen hast, aber die haben sich gut versteckt. Man hört auch schon die Rexy schreien. Aber wir fahren jetzt erstmal hier vorne zu einem Zwischenstopp. Aber vorher können wir nochmal auf den See blicken. Und hier kommt man dann raus. Hier geht es dann so ein bisschen hoch. Oh, wie viele Besucher hier sind. Man wirkt ja richtig belebt hier. Die haben hier also eine richtige Plattform, die Besucher. Auch mit einer schönen Aussicht auf unser riesiges Mischgehege. Also eine viel bessere Aussicht kann man, glaube ich, nicht haben als von hier. Da sieht man ja fast alles. Das ist schon krass. Oh, da sind sogar die Babys. Baby-Rexies. So, und bevor wir jetzt wieder in die Tour einsteigen, das Ding hier ist eigentlich als Tunneleingang gedacht. Also da kommt man halt hier mit rüber, so ist es gedacht. Ich hatte das auch mit Ziplines ausprobiert, aber das hat mir optisch nicht gefallen. Deswegen fand ich die Lösung ganz praktisch, weil jetzt haben wir sogar Parkeingänge eingebaut in den Plattformen hier. Deswegen sind hier Besucher, das ist sehr cool. Da kann man alles sehen. Also an Aussichten mangelt es nicht. Diese Besucherplattformen, die so ein bisschen erhöht sind, sind dafür wirklich super geeignet. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier vorne wieder in die Tour zurück und fahren dann weiter. Guck mal, wie hoch die Wand ist. Der Rex kommt direkt auf uns zu. Das sind auch die Babys, die rennen auch los. Die haben leider so ein bisschen Angst vor ihren Eltern. Das kann ich leider nicht ändern. Aber hier liegt dann zum Beispiel auch ein toter Triceratops. Und das hier sind die kleinen Rex-Babys.
Auch voll süß. Warum sehen die fast so aus wie die Eltern? Der hier ist halt auch so grün. Ich will nur die Kamera gerade nicht wegdrehen, weil sonst mein Twitch-Rug verschwindet. Ich muss immer im Bild bleiben. Ja, ist auf jeden Fall niedlich. Ich glaube, die machen jetzt sogar eine Animation. Na schön, haben wir das auch gesehen. Jetzt rennen sie wieder panisch los. Wir steigen wieder ein und fahren weiter. Ein Zwischenstopp da oben, wo wir jetzt drauf zufahren, das gibt's nicht. Da kommt man halt nur mit dem Tunnel hin, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Hier links sind auch nochmal ein paar Dinos. Das war, glaube ich, ein Sauropelter, ne? Und hier kommen. Oh, wie heißen sie denn nochmal? Vielleicht den Namen vergessen. Nicht Centauro, das waren die anderen. Kurito waren das, ne? Kuritosaurus. Laufen wir auch im Wald rum. Die Mamenchis sieht man auch schon. Die kann man ja auch nicht wirklich übersehen, so groß wie die sind. Hier müsste eigentlich noch mehr versteckt sein. Aber das ist halt echt schwer zu finden, weil hier so viel Natur ist und die Gehege so riesig sind. Ach, guck mal da. Halt echt mega versteckt, aber so soll es ja auch sein. Ist ja ein Nationalpark. Ich weiß, es ist kein realistischer Nationalpark, aber ja, ich habe halt einfach drauf losgebaut. Noch einer. Es gibt ja auch noch Dracorexe und auch andere Spezies. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir alles untergebracht haben. Das war schon einiges. Ah, da sind die Dracorexe. Guck mal. Da auf dem Berg laufen sie. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Hier würde man dann wieder aussteigen, im besten Fall. Und dann hat man einen perfekten Kreislauf gedreht. Hier ist man halt angekommen im Park, hier vorne reingegangen, hier in die Tour eingestiegen, einmal rumgefahren, hier kommt man wieder raus und kann dann wieder zum Ausgang. So funktioniert das Ganze. Hier sind wir gerade durchgefahren. Ist wirklich riesig. Ist einfach die halbe Karte hier. Das andere Gehege ist auch echt groß. Das war das hier vorne. Da, wo die Alus drin waren, das ist auch sehr groß. Das einzige kleine Gehege, was wir halt haben, ist das hier am Eingang. Und ja, Leute, das war die letzte Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das ganze Projekt. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Das Safe Game und die Modlist und so packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Aber ich weiß halt nicht, ob das Ganze schon wieder funktioniert, aufgrund des Updates halt. Ich habe es halt vor dem Update aufgenommen, alles. Ihr könnt es gerne ausprobieren oder ich schreibe es dann nochmal in die Kommentare oder so, mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.